Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend und wenn ihr mir schaut, ich bin einfach mal Stream und grüße euch zum ersten Kampf im UDT. Und ich bin hyped. Ich bin mega hyped. Und wir müssen uns mal schauen. Weil die Sache ist, gerade eben muss uns Pock noch kurz erklären, wie wir das mit der Verbindung jetzt machen, weil wir das halt über diverse Hickhacks machen hier, dass wir auch mit einem gescheiten Timer spielen können. Aber jetzt müssen wir warten, bis hier mal die Spielersuche durch oder die Gegnersuche mal durchgeht. Weil Sache ist, Loki kann auch nicht so lange gerade. Eigentlich haben wir vor einer halben Stunde schon angefangen mit, was wir das eigentlich machen wollten. Aber ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie das jetzt hier so weitergeht. Das Team habe ich ja gestern schon vorgestellt im Teambuilding. Vor allem muss ich das wahrscheinlich gar nicht nochmal unbedingt durchgehen. Ich werde es in meinem Kurzdurchlauf machen, aber ja. Aber wie gesagt, arg lang sollte es nicht mehr dauern. Hoffen wir jetzt auch mal. Weil wir haben jetzt gerade schon lange genug gebraucht, um damit wir überhaupt mal so weit gekommen sind. Ich hoffe jetzt einfach, dass es funktioniert, weil ich will diesen ersten Kampf endlich machen und so. Mann ey. Ja, eigentlich sollte jetzt auch mal was passieren, aber ich mache es einfach so, ich packe euch einen Timecode unten rein in die Beschreibung, damit ihr dann auch zu dem Punkt springen könnt, an dem der Kampf losgeht. Weil, es dauert gerade ein bisschen. Mal so. Mal so. Das war es, was ich halt falsch hatte. So. Knapp, okay. Haben wir hergestellt. Go! Ja, bitte warte einen Moment. Es ist schon länger als ein Moment, Mann.
Einfach, damit wir noch ein bisschen was mit ihm zu tun haben. Wir kennen das Team jetzt von Logi schon, das habe ich ja schon gestern vorgestellt. Und zwar besteht das Team aus Galafan, Pivian, mein PC hängt gerade ein bisschen nebenbei so. Ja, Verbindung herrschte. So jetzt. Okay. Fuck. Okay. Ja, geil. Jetzt haben wir in Rehorn kein Item, weil ich das Ding neu gen musste. Weil ich eben auch aus dem Set umgebaut habe. Und der ist den Move Toxin natürlich nicht in Gen 8 gibt. Heißt, ich muss das Ding in Gen 7 gen. Dann über Pokémon Home und Pokémon Bank übertragen. Um es jetzt hier zu haben und zu sehen, yo, der hat jetzt. Ich habe jetzt die Kiroya-Beere vergessen. Maximal geil. Okay. Jo. Wollen wir jetzt nichts machen. Jetzt irgendwie auch so hinbekommen. Nämlich Atlas als Nummer 1 trotzdem. Aber weil er auch die Rocks hat. Vielleicht sollen wir noch das Team von ihm angucken. Er hat tatsächlich Reflex nicht dabei, weil das Ding ja auch gegen Rehorn komplett 1v1 verliert. Kaokto ist dabei, okay. Ja, aber ein Großteil des Teams verliert eigentlich gegen Weezing. Okay, fuck. Eingabezeit ist fast vorbei. Das war knapp. Das war gerade verdammt knapp. Okay. Wir gehen rein. Seht meine geile Kampfkarte. Holy shit. Ich bin hyped. Auch wenn das ganze Plänkel davor jetzt ein bisschen nervenraubend war. Aber. Okay, Inkstracker. Das wird das Haukto sein. Ist es auch. Ich liebe mit Atlas. Und wir werden direkt mal reinkalken. Sache ist, meine Rehorn hat ja recht wenig Angriffsinvestment. Ich soll vielleicht mal Licht in meinem Zimmer anmachen gleich. Weil ich ist gerade komplett im Dunkeln. Kaokto heißt auf Englisch. Ich kann hab die ganzen neuen Namen noch nicht im Kopf. Und im Kalk sind ja da keine deutschen Namen drin, ne? Jo, Internet. Jetzt verlässt mir auch mein Internet, Alter. Was zur Hölle? Jetzt. Grablocked heißt das Ding. Grablocked. Auf Level 50 müssen wir natürlich auch kalken. Und auf Level 50 macht das etwa die Hälfte. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich drin bleiben will, aber ich glaube einfach mal, dass der. Ja. So. Und wir auf den Erdbeben, gucken wir mal, was er so macht. Okay, der wird nicht Full HP sein. Über Kopf auf, okay. Wir haben Felskern. Wobei, hey, was? Hey, warum macht das so viel? Warum macht das so viel? Aber wahrscheinlich, der hat ja Techniker, ne? Deswegen wahrscheinlich. Wir gehen jetzt mal auf Irrlicht. Aber damit wir das Ding verbrannt haben. Heißt, er hat schon sehr viel Reaktionsgas haben. Okay, Burn geht dann auf. Okay, der Pelikan wird jetzt geburnt. Können wir die mit Thunderbolt one-shotten? Weezingala. Torwald. Gegen Pelipper. Nehmen wir mal das Defensive Set. Kalken ihn auf Level 50. Und T-Bolt kann killen. Aber wir müssen natürlich unseren Donnerblitz. Muss ja sein. Unseren Will-O-Wisp. Den muss man halt mal so zwischendurch eine Runde missen. Aber der hat keinen Regen, ne? Da war gerade kein Regen dabei. Hier ist auch mal auf Imani raus. Imara raus. Imani war gerade ein bisschen der falsche Name. Und ich mach kurz nicht mal ein bisschen an, weil sonst sehe ich ja voll im Dunkeln. Bis gleich.
40-Jährigen draußen. Okay. Hydropumpe, wir haben Hauptsauerabsorber, wird easy weggetankt. So, und die Regel ist ja, wir dürfen einmal attacken, bevor, bevor wir Dynamaxen. Folglich gehe ich jetzt einfach mal, da wir jetzt auch hier den Regen draußen haben, auf einen Surfer, wo ich damit fast alles gut hitte und da glaube ich wahrscheinlich jetzt nicht denken würde, dass ich auf einen Gefriertrockner gehe. Folglich kann es jetzt gut sein, dass dann bleibst du da drin, Pilippa. Surfen wir eine Runde. Wollen wir mal sehen, was der so ist, okay. Okay, Orkan. Wir sind aber ziemlich speziell defensiv. Ich check mir das sehr gut weg. So, kommen die Lefties rein. So. Aber. Das ist ein bisschen kacke. Weil Pilippa ist jetzt nicht unbedingt das Mal, das ich die meisten Switches hab. Jedoch. Was macht. Aber der Hurricane hat schon ein bisschen arg viel gemacht. Lapras. Warum bist du so langsam? Kalk, bitte. So, Hurricane. Der scheint aber nach dem Damage quasi speziell defensiv zu sein. Trotzdem physisch defensiv zu sein. Jetzt einfach mal. Oder der scheint auf jeden Fall defensiv zu sein. Jetzt einmal in Imani. Du bist einfach nur rumgeswitcht hier. So, weil wir wollen dich noch nicht gerne Dynamaxen. Kaltwende kommt, okay. Aber wir sind im Mali drin, wir haben ein recht gutes, ein recht gutes Ausgangslager und ich will trotzdem mal seine Mons aufschreiben, damit man sich ein bisschen Notizen machen kann. Oder ich mache mir eine, ich mache mir wieder meine Datei auf. Okay, gehen Elfhuhn. Elfhuhn mit, wir haben natürlich leider keine Lichtkanone dabei. Hydreigon. Choice, ja, nehmen wir auch mal das Set. Oder, ja. Kalken ist ja gerade ein bisschen kacke, weil man nur so diese Minute Eingabezeit hat. Whimsicott. Im Regen. Macht der Fanfall halt nicht viel. Selbst Level 50. Macht halt maximal die Hälfte. Wir gehen in Monte Carlo. So, Kaltwende kommt. Kommt jetzt Vampivian oder was kommt da? So, mir fällt beim nächsten Mal mein Leppi daneben stellen. So, die Sache ist, der Oktopus ist ja auch nicht wirklich der schnellste. Aber ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem wieder auf den Überkopfwurf geht. Und ein Erdbeben kann ihn halt. Obwohl, kann ihn Erdbeben killen? Ich glaube jetzt eher nicht, oder? Ja, okay, das Erdbeben von Rehorn, der hat halt schon nicht gerade mal die Hälfte gemacht. Und das war schon. Step. Folglich würde er wahrscheinlich maximal ausbrennen hier killen. Außer halt jetzt hier im Regen. Was natürlich wieder unpraktisch ist. Ich gehe mal raus in Torwald. Weil wir erstens damit seine Fähigkeit Reaktionsgas umgehen können. Und gleichzeitig eben die Aqua-Durchstoß. Will es trotzdem Damage machen, aber wir sind trotzdem physisch defensiv. Und natürlich kriegt er den Death-Drop. Natürlich kriegt er den Death-Drop, das ist natürlich ist wieder kacke. Ich will sicher auf den Irrlicht gehen, aber ich will eigentlich nicht, dass dieses Pilippa wieder reinkommen kann. Aber ich kann ihn halt wieder rausgern, ne? Hier auf den Donnerblitz. Vielleicht kommt Pilippa rein und wir können ihn direkt rausnehmen. Pilippa bitte. Pelikan, okay. Kill ihn bitte. Wir killen Full HP, wir killen das Ding, wenn es Full HP hat, fast safe. Das sollen wir es eigentlich sehen. Hä? Hä? Ist das ein. Hä? Warum macht das so wenig? Hä?
Hä? Was ist denn AV? Hey, nicht mehr, es war nicht mehr AV-Damage. Anyway, ich habe die AV vergessen reinzumachen. Okay, ja, dann passt's. Mit AV kann es tatsächlich hinkommen. Heißt, das Ding ist defensiv mit AV. Ja, ich muss wieder in Lapras gehen. Sache, ich muss hier gerade sau viel rumswitchen am Anfang direkt. Was dann echt nicht so geil ist, aber... Okay, das Ding kommt rein. Jetzt hätte ich gerne Willow gemacht, ne? So, Inara ist da. So, gehe ich jetzt auf den Gefriertrockner oder auf den Surfer? Auf den Gefriertrockner, glaube ich, weil ich weiß ja, ob ich einen Surfer drin bleiben will. Oder ich gehe jetzt auf Dynamax und drück Surfer. Können wir natürlich auch machen. Sag ich, weil ich werde nicht so früh schon mal Dynamax rauswerfen, wobei er hat seins nicht mehr dabei. Vor allem haben wir halt hier das Giga Dynamax dabei und er nicht. Ich gehe jetzt in die Giga Dynamax. Oh, fuck, nein! Verklickt, geil. So, was man jetzt steigen kann, oder? Body Pre. Ja, geil. Ey, ich wollte Dynamaxen, Mann. Ich wollte Giga Dynamaxen. Nein, oder? Ey, fick doch mein Leben. Mal ganz ehrlich. Ja, toll, okay. Giga Melody, go. Toll, ich wollte gerade Giga Dynamaxen, ne? So, okay, let's go. Giga Lapras. Sehe ich tatsächlich das erste Mal in Game. Das Ding halt low wie sonst was. Hat auch nur 60 KP, ganz stabil. Aber kann jetzt eben den ersten Kill für den VfB Skorkler in dieser Season ansetzen. Und letztlich eine Aurora-Stelle für uns rausholen. Auch der Sprung auf der seiner Seite vor Attacken. Den kann ich auch eigentlich im Lichtleben auf dem Ding spielen, oder? So ganz theoretisch. Okay, wir bringen wieder ein bisschen Lefties. Immerhin das. Weil es, glaube ich, sogar Lefties hier für normale KP-Range war. Okay, Inkstriker kommt rein. Aber wir sollten schneller sein. Ich habe Speed Investment auf dem Ding drauf. Heißt Dynaflut. Und wir können ihn vielleicht direkt killen. Dynaflut, ja. Hol den Regen raus. Er holt den Regen raus. Wir haben jetzt den Regen für unser Barakiefer. Falls uns jetzt irgendwie killt in den nächsten Runden, haben wir Regen für Barakiefer. Und das ist insane. So. Lefties nochmal rein. So. Giga Lapras, Alter. Zwei Kills für Lapras, Alter. Zwei Kills für Lapras. So, Elfen kommt auch noch rein. Kann auch bei den jetzt auch abwerfen, damit er einfach den Kill holen will. Hier auf Giga-Melody. Energieball kommt. Okay. Woll, der killt nicht mal. Lapras, du Monster. Giga-Melody. Bums ihn weg. Okay, oder auch nicht. Na, und damit hat Lapras direkt mal 2,5 Kills geholt. Oh, ich habe Schutzschild. Ja, okay. Okay, ja, ich will, weil hätte es jetzt eh nicht wirklich ausreizen wollen. So. Da war, das soll aber das ziemlichste Specs, oder? Ich gehe jetzt in Imani. Der kann uns nämlich dann nicht Stachelsporen. Und ich gehe auf einen U-Turn. Wir haben nämlich dann noch eine Turn Regen. Ich gehe auf Barakiefer.
Dann können wir vielleicht direkt schon richtig schön reinhauen. Er hat schon zwei Mons verloren. Und mit Barakiefer im Regen ist eine Waffe. Pelikan kommt rein, okay. Ja, okay, das ist jetzt halt noch ein Problem, das Ding. Aber ich glaube, eine Bandit Liquidation hängt das Ding auch nicht mehr im Regen, oder? Auch wenn das Ding mir eh ein bisschen weird kommt, wenn die Sets hervorkommen. So, Barascuda, den haben wir hier drin. Gegen Pilippa, der scheint speziell defensiv zu sein, wie wir vorhin schon gesagt haben. Liquidation im Regen killt. Wir gehen jetzt in Victor und gehen auf die Bandit Liquidation. Ich hoffe jetzt aber, dass ich mich nicht verkalkt habe. Urashia ist zwar weg, aber wir haben hier einen Regen noch draußen. Wir haben Aquadurchstoß im Regen. Damit hat auch Barakiefer seinen ersten Kill. Holy shit. Aber Regen ist jetzt leider weg. So, Elfun kommt rein. Ich gehe zur absoluten Absicherung in Beric. Um hier um hier einen Moonblast oder eine Schallspur abzufangen. Ich weiß nicht, ob das Ding gescoutet ist. Ich weiß nicht, ob das Ding gespext ist. Absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hier was abfangen will. So, und jetzt in der Turn drauf gehe ich auf. Oh, was hat er noch? Er hat noch Steelix, er hat noch Somnivora, er hat noch Flampivian, er hat noch Elfun. Ich gehe jetzt auf Ausbrennen. Wenn er rausgeht, habe ich einen 130er Feuermove. So, Ausbrennen. So. Und jetzt gehe ich in Beric raus. In Atlas gehe ich raus. Den meine ich gerade. Hoffe, dass er mich jetzt nicht killt. Versucht dann das Ding zu toxen. Okay, geht raus. Was kommt jetzt rein? Flampivian? Ungabunga, okay. Flampivian kommt rein. Folglich werde ich jetzt auf Felswurf. Oh nein, ich brauch den noch. Scheiße. Erdbeben, okay. Aber wenn der jetzt auf Erdbeben geht, gehe ich jetzt in Imani und drück Finsteraura. Weil die Sache ist, er ist zu 100%, also der kann halt gar nichts anderes haben. Außer der hat jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich, okay, geht raus. Finsteraura auf Somnivora, das wird killen. Wahrscheinlich, so eine sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Finsteraura, go. Okay, ja, ein Two-Shot, aber auf jeden Fall ist killed. Folglich haben wir den dann auch. Also, irgendwas wird jetzt dein in den nächsten zwei Runden. Oder er haut einfach alles aufs Low. Okay, er wirft Omnivora ab. Omnivora down. Ich finde es Daura. So. Elfun kommt rein. Aber ist das Elfun jetzt gescarft? Welcher leider nicht. Heißt, ich gehe jetzt in. Oh, gehe ich in Beric? Sache ist. Ich gehe in Beric, ich muss es. Ich muss in Beric gehen. Ich habe auf Beric aufs Bienen investiert, dass ich schneller sein sollte als Steelix. Wenn er jetzt in Steelix geht. Aber er hat. Ist die schon weg? Weil wir waren gerade nur zwei Pokémon oben. Dann habe ich Steelix gekillt. Aber er hat ihn gegen Lapras reingeworfen. Jo. Ich hätte also doch einfach in Trickfall drin bleiben sollen Dark Pulsen. Okay, dann weiß ich das jetzt wenigstens. Jetzt kommt. Ja, jetzt haut Flampivian rein.
So, auf welchen Move geht er jetzt? Jetzt auf den Boden-Move geht, gehe ich in die Mani. Wenn er jetzt auf den Eis-Move geht, bleibe ich drin. Er muss eigentlich predikten. Er muss eigentlich predikten, dass ich rausgehe. Ich gehe auf Ausbrennen. Oder auch auf Erdbeben, weil ich mich schon wieder verklicke, Alter. Ich gehe auf Eiszerfagel. Und ich habe mich verklickt. Aber den Tank Barrick halt sowas von. Wie. Na geil. So, gehen wir jetzt auf. Gehe ich jetzt auf. Ausbrennen. Weil ich damit beide Mon safe killen kann. Und durch den EQ von Flampivia danach auch nicht so viel Schaden bekommen, weil das jetzt auch keinen Unterschied mehr macht. Also Fahre kommt nochmal. Er geht also nochmal auf den Flinch. Baby tankt es easy. Alter! Alter! Das kann's doch jetzt nicht sein! Das kann's doch jetzt nicht sein! Das kannst du jetzt ganz ehrlich nicht sein. Okay, ich gehe in Torwald und drücke. Oder gehe ich auf Lightheiler? Auf welcher Range? Okay. Mach's so. Weezingala. Torwald. Gegen. Darmanitan. Gala. Uber-Scheiß-Gaff. So. So, auf Level 50. Ja, Flamethrower macht etwa Half Range. EQ kann er gerade nicht drücken, weil er immer noch gescarft ist, so wie es aktuell aussah. Ich gehe auf den Flammenwurf. Er muss wieder auf den Eiszerfall gehen, weil es eben gerade so seine Wincon ist, auf Flinches zu gehen, wenn er ihn jetzt nochmal bekommt, ne? Flammenwurf, okay. Passt. Flammenwurf kommt. Flammenwurf trifft. Wir kriegen nochmal Black Sludge. Hier. Gehen wir auf Flammenwurf. Wenn uns jetzt killt, ich glaube, ein Aquadit von Barrascuda killt. Oder? Killt der? Okay, Torwald lebt trotzdem, egal. Ja, okay, aber auf jeden Fall Barrascuda hätte gekillt. So, jetzt machen wir kurz noch einen Kill. Und jetzt lebt bei ihm nur noch Elfun. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich auf die, ich hab Barrick nicht rausgeholt, ne? So. Elfun kommt rein. Und ja, er muss sich einfach auf irgendwas choisen und ich wechsle dann, ich gehe einfach in Barrascuda und hole mir mit Aquajet den Kill. So läuft es jetzt ab. Hätte unten die Finches natürlich auch ein 4-0 oder so werden können, aber, okay, Orkan kommt tatsächlich. Hatte keinen Moonblast. Okay, auf jeden Fall. Reaktionsgas hört auf zu wirken, okay. Ich gehe jetzt, nicht verklicken. Ich gehe jetzt in Victor. Ein Wechsel. Jetzt ganz sicher, dass ich auf Aquajet gehe. So. Wir gehen auf Kampf. Wasserdüse ist ganz oben. Leute, Wasserdüse, seid prepared. Wir holen den ersten Win im Season 3 UDT. Barrascuda, hol den Kill. Holy shit. Lapras, du übelstes Ehrenmon. Holy shit. Holy shit. Ganz dickes GG an Logi. Dickes GG an Logi. Das war ein echt nicer Kampf. Und ja, ich würde sagen, das war's mit Kampf 1 im UDT Season 1. Season 3. Ich bin behindert. Im UDT Season 3. Die Woche gibt's wieder mehr PMD. Die Woche gibt's auch wieder PMD natürlich. Also, freut euch auf nächste Woche wieder Teambuilding. Hier kämpfen wir gegen Seebox. Und ja. Ich bin hyped. Was ein geiler Kampf. Auf jeden Fall, wie gesagt, GG an Logi. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Lapras eine der geilsten Ideen hatte, die der gute Karma, also mein SML-Spielpartner hatte, der hat mir das Ding noch nicht vorgeschlagen, als wir zusammen in München waren.
hat er gesagt, jo, nimm doch mal Gia Lapras. Ich habe absolut keine Ahnung, was Gia Lapras macht, aber ja, scheint gut zu sein. Und dann eben noch zusammen mit Barakifa, der dann eben auch den Regen geil ausnutzen kann. Schmeckt. Schmeckt definitiv. Aber auf jeden Fall, das war es jetzt mit Spieltag 1 im UT Season 3. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt VfB Skogler. Und ja, lasst ein Like da und ciao.